Oft sind die Kinder von den Offizieren, die am 20. Juli beteiligt waren, waren ja von den verschwörerischen Aktivitäten völlig abgehängt. Und die Niemöller Kinder waren immer drin, dann weiß ich, was ich davor fand. Wir waren immer der Meinung, es ging ja in erster Linie um die evangelische Kirche. Wir wussten noch nicht, dass das auch politische Folgerungen haben könnte oder sollte, müsste, sondern das wurde erstmal ausgespart. Nicht? Aber über alles wurde offen gesprochen. Die Offizierskinder erfuhren meistens von diesen Vorbereitungen nichts. Und wir durch die Person von Hans-Bernd Gidevius, der bei uns ein und ausging, der auch immer meiner Mutter was erzählte von den Vorbereitungen eines Anschlags auf Hitler. Meine Mutter konnte auch ihren Schnabel nicht halten, wir wussten sogar über diese Dinge. Aber wir waren also auch gewarnt vor den Gefahren, die da für uns selber drohten. Aber wie das so in dem Alter zwischen 10 und 20 ist, wir fanden das erst sportlich interessant und auch in gewissem Maße gefährlich. Aber wir waren immerhin bereit, die Erschwernisse hinzunehmen. Nicht? Wir waren überzeugt davon, das konnte nicht gut gehen und konnte nicht ab 1941 war ja wirklich der Kuchen gegessen, nicht?